Begrüßen Sie Ihren Gastgeber, Thomas Hermanns. Meine Damen und Herren! Meine Damen und Herren, liebe Nation, was soll ich sagen? Die Orks haben den Grand Prix gewonnen, meine Damen und Herren. Böse Stimmen behaupten ja, unter der Maske steckt Ralf Siegel, aber ich kann es Ihnen sagen. Was ist passiert? Was ist passiert? Und nicht nur, dass diese lustige Truppe aus Finnland, denen wir ja auch 10 Punkte gegeben haben, da davon marschiert sind, sondern Texas Lightning, nur 15. Das geht ja gar nicht, meine Damen und Herren. Das war ein Spitzenauftritt heute Abend. Jane hat super gewonnen. Und jetzt kann man wieder sagen, die Deutschen jammern immer, jammern, 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 aber 15. Also das war viel, viel besser. Wir haben einfach keine Nachbarn mehr, die uns irgendwelche Punkte geben. Ja? Wir wären ja sogar für Österreich dankbar gewesen, wenn die uns mal wieder 2 Gnadenpunkte gegeben haben. Meine Damen und Herren, es war spannend. Wir werden jetzt alles besprechen. Ich habe tolle Gäste, Grand Prix-Fans, Music Acts, Comedy und ich habe jetzt den Mann, der mir das alles erklären muss. Deutschlands Grand Prix-Fan und Experte Nummer 1, Dr. Dusepoint. Georg Uecker, komm bitte zu mir. Guten Abend. Georg, du bist ja auch im Nebenberuf Arzt. In der Lindenstraße gibt es viele Nachbarn. Wir haben nicht mehr so viele Nachbarn. Erklär mir 2 Sachen. Zuerst mal Finnland. Du hast ja während des Contests gesagt, die werden ziemlich weit oben landen. Das Lied ist nicht schlecht. Aber warum war das so ein Durchmarsch? Es ist ein Lied, was sehr schnell ins Ohr geht. Die Leute sind erstmal irritiert durch den Look. Der Song ist aber wirklich sehr eingängig, ob man darauf steht oder nicht. Ich versuche das jetzt zu erklären. Der hat ja Punkte wirklich aus fast allen Ländern bekommen, auch aus Deutschland. Es ist sympathisch. Eins muss man sagen, ich finde das sympathisch. Ich muss dazu sagen, die sitzen 3 Stunden in der Maske, um so auszusehen. Ich sehe so aus, bevor ich in die Maske gehe. Also, es ist, also erstmal zum Nachbarschaftsvoting möchte ich was sagen, weil es immer so hochgehangen wird. Finnland, und da bin ich sehr dafür, macht seit über 40 Jahren mit, hat noch nie gewonnen. Und da sage ich mal, da freue ich mich. Da freue ich mich. Die sind in Helsinki jetzt wahrscheinlich alle schon Wodka antrinken, oder? Ja, und das hat dann auch nichts mehr mit Nachbarschaftsvoting zu tun. Natürlich gibt es so im Mittelfeld immer wieder ein paar Sachen. Mhm. Ich sag mal, wenn Jugoslawien sich immer weiter teilt. Was jetzt bei Serbien, Montenegro auch wieder passieren Morgen ist die Volksabstimmung in Montenegro, ob sie sich loslösen möchten. Dann gibt es da nochmal 12 Punkte. Das ist aber nicht nur kalte Berechnung. Können wir haben einen gemeinsamen Musikmarkt. Wenn wir uns jetzt von Bayern trennen würden, dann könnten die uns ja auch immer 12 Punkte geben. Ja. Georg, wir können doch nicht, und dann muss ich dich schon auf die Couch bitten, wir können doch nicht die Mauer wieder aufbauen, um den Grand Prix zu gewinnen. Das kann ja das nicht sein. Wir müssen darüber besprechen, ja? Ja, also ich fand, Finnland geht okay, es ist nicht unbedingt meine Musik, aber die Nummer ist in sich schlüssig, sie ist auffällig, der Song ist eingängig, da scheiden sich die Geister dran, aber es geht okay, sagen wir mal so. Mir tut es wirklich leid für Texas Lightning, aber sie nehmen es mit Charme, die machen ihren Weg, sie sind Nummer 1 in Deutschland und ich muss wirklich sagen, was Jane Comerford da gesungen hat und wie sie es performt hat, auf den Ton, und wir haben viele schiefe Töne heute gehört. Die Frau war perfekt und war brillant, also ihr wart richtig gut. Und genau so ist es, und natürlich werden wir gleich zu Texas Lightning schalten, nach Athen, und gucken, wie es ihnen geht. Und hier gucken wir nochmal meinen persönlichen Lieblingsmoment der ganzen Show, und den gucken wir uns jetzt nochmal an. Das war das Schönste. So. Oh,
Damen und Herren zu Hause und liebe Zuschauer hier, werden wir Texas Lightning wegen eines 15. Platz weniger lieben? No, no, never. Es war wirklich so viel Überraschung. Es gab komische Pannen, fand ich, heute Abend im Ton. Es gab offensichtlich ganz viele Leute, die vielleicht ihren Monitor nicht richtig eingestellt haben. Es gab erstaunlich viel falsche Töne. Ich glaube nicht, dass das der Monitor war. Das ist immer die Ausrede. Also ich habe Respekt vor Leuten, die da wirklich live singen müssen. Da geht einem wahrscheinlich so die Pumpe. Aber man hat es gehört am Anfang. Einige konnten singen, andere nicht. Und ich finde es insofern auch nicht ganz falsch, dass die drei, wenn ich das mal persönlich anmerken darf, die wirklich am schiefsten gesungen haben, auf den letzten drei Plätzen gelandet sind. Mir tat die Französin leid. Sie war sympathisch, sie ist eine Newcomerin, aber das war extrem schief. Das stimmt. Und extrem schief. Und ich bin eigentlich ganz froh. Also 15. Platz, ihr Lieben, wir liegen vor der Schweiz und Ralf Siegel. Es gab ja schon eine Vorrunde. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Es sind ja einige Leute gar nicht in die Endrunde gekommen. Und das war auch bei manchen sehr, sehr gut. Und für die, die den Donnerstag verpasst haben, haben wir nochmal die Horror-Highlights der Vorrunde. Vielleicht mildert das so ein bisschen das Leid. Gucken Sie sich das mal an. So, hier hatten wir zum Beispiel aus Monaco ein typisch monegassisches Lied. Ich würde mal sagen, Kingston Town für Fußgänger. Was immer das mit Monaco zu tun hatte, man hatte keine Ahnung. Kostümmäßig ganz weit vorne Portugal mit einem weiteren ABBA-Cover. Wieder mal Waterloo im neuen Gewand, da soll es mal ein Gesetz gegen geben. Guck sich mal die Kopfbedeckungen an. Also Paris Hilton in Süd-Lissabon. Und aus Holland gab es drei fröhliche Trommlerinnen, die sich an jeder Fußgängerzone schon den ein oder anderen Euro verdient haben. Sie legen sich ins Zeug, sie machen gute Laune und sie setzen auch alle Waffen ein, die man in Holland, in Amsterdam so einsetzt. Also, das war schon, also haben wir einiges Gutes verpasst. Und die hätten ja auch alle gewinnen können. So, ne? Ja, ich finde ja, man kann auch Hardrock gut finden. Das ist nicht jetzt unbedingt meine Musik. Da hat der Georg Uecker ja recht. Wir haben zusammen geguckt. Ja, wir hatten ja Hälfte. Wir wollten ja gar nicht mehr miteinander auftreten. Was? So, das ist die Wahrheit. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Was hat dich denn an Finnland gestört? Nein, ich meine, ich bin noch gefragt worden, was war mein Lieblingssong? Und was mir gefallen hat, waren heute diese wunderbaren Lieder, diese wunderbaren nach vorne gehenden Songs. Und ich finde schade, wenn dann plötzlich so im Vordergrund einfach eine Ausstattung steht. Ich glaube, das hat ganz viel dazu beigetragen. Und Hardrock ist jetzt nicht meine Lieblingsmusik. Dann höre ich mir lieber Kiss an, das Original. Aber Show ist ja oft beim Grand Prix. Also ich meine, es gab ja heute auch... Ja, aber die Mädels haben doch eine geile Show auf die Bühne gelegt heute. Also wirklich. Ja aber es gab auch wieder einige Trash-Highlights. Also ich sag mal, man kann ja... Also beim Russen gibt es ja zwei Aspekte. Oh, der sterbende Schwan aus dem Klavier. Ja, also der eine Aspekt ist, dass dann... attraktiver Mann mit wenig an rumhüpft. Ja. War der attraktiv? Ja, oder? Was war denn für dich der attraktivste Mann? Das war heute echt schwierig. Also für eine Heterofrau fand ich es heute Abend extrem schwierig. Ist aber öfters so im Leben. Gar nichts dabei? Doch. Sagen wir mal, doch so für jeden Tag. Der Moderator. Und ich fand den Iren schon ganz nett. Der hat ja auch über Liebe gesungen, aber irgendwie ging es nicht so richtig ab. Also ich meine, das war ein Vorspiel, aber das war es dann auch. Und da hast du gesagt, das wäre sowas für jeden Tag eher so. Ja, ne? Beim Moderator bin ich nicht ganz sicher, ob das was für die heterosexuelle Frau ist, aber das, ich weiß es nicht. Ich habe zu ihm. Die Hoffnung. Ich habe keine Ahnung. Aber es gab ja wieder wirklich, also der Schwan, der aus dem Flügel kam, es gab wirklich in der Show auch wieder Merkwürdigkeiten. Und wir gucken uns mal an, was so die Show-Highlights heute Abend waren. Wer zum noch mal erinnern, falls der Schock es schon verdrängt hat. Gucken Sie sich das nochmal an. Das war toll. Jetzt, die gibt jetzt Gummi. Jetzt, das war für mich auch... Das war doch großartig. Und da hinten fällt die Wand um. Ich meine, das ist doch... Das war so Kienzle und Hauser auf irgendwas. Ja. Und da ist der Vampir mit dem Drachenflügel und... Das war sehr schön. Das habe ich nicht verstanden. Doch, das war doch so eine Eurythmie-Gruppe aus der Waldorfschule, war das so, ne?
Nein, das war der Michael Jackson aus den baltischen Staaten. Das war schon okay. Aber was war denn diese Figur? Warum hat jemand diese Figur verstanden? Das war Produktplacement. Da stand Kosmos drauf und die Band heißt Kosmos, dass man es nicht vergisst. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich glaube, das war Kate Moss. Also so von der Figur. Die war auch noch dabei. Ja. Aber ich glaube grundsätzlich auch, was für die Finnen gesprochen hat und für einige andere etwas skurrilere Acts war auch, wir hatten zu viele Leute heute in weißen Kostümen. Ja. Es kamen fünfmal weiße Kostüme hintereinander und die Windmaschine hat Überstunden gemacht. Und dann kommen schlecht gelaunte Finnen in Dunkel mit dermatologischen Problemen und fallen auf. Wir werden das jetzt erörtern und zwar mit unserem Mann vor Ort. Wir haben ja alle nur das gesehen, was jeder Zuschauer gesehen hat von vorne, aber wir haben ja einen richtigen Experten, der hinter die Kulissen geguckt hat, die ganze Woche, der alles weiß, den Sex, die Drogen, die Skandale und wer sich unter der Maske der Finnen vielleicht wirklich verbirgt. Ich rufe mal Jan Feddersen in Athen, unseren Mann vor Ort. Jan, kannst du mich denn hören? Hier ist Hamburg. Ich kann euch perfekt hören. Ich kann eure ganze Party hören. Ich finde euer Expertentum ganz wunderbar. Ich kann vor allen Dingen merken, wie Claudia Roth eine ganz extrem konservative ist. Also deutet sich da irgendwie schlagertechnisch so eine richtig schwarz-grüne Koalition an. Also ich muss sagen, dass ich mich über Finnland total gefreut habe. Also wer ungefähr weiß, worauf ich liedertechnisch so ungefähr stehe, weiß, also Finnland ist nicht meine Musik, aber ich weiß auch, wie viele Jahrzehnte Finnland drunter gelitten hat, immer Letzter zu werden oder Vorletzter und immer geprügelt und nie wussten sie irgendwie ein Rezept, wie kann man jetzt irgendwie gewinnen. Und plötzlich kommen sie da mit irgendwie grauslichen Gestalten, mit Leuten, die irgendwie auch noch übrigens in dieser Montur bei 35 Grad im Schatten am Pool liegen und irgendwie offenbar so, also praktisch unter der Maske so kleine Biotope entwickeln. Also das finde ich ganz großartig. Das ist Belohnung für all diesen Stress, den Finnland so all die Jahrzehnte erlitten hat. Also wir werden ja gleich noch mit Texas Lightning sprechen, die kommen ja gleich noch vor die Kamera. Aber jetzt mal wirklich, hast du die Finnen mal ohne die Maske gesehen? Oder ist das der Loriot-Sketch, welche Maske? Nein. Also es gibt hier wirklich ein paar Finnen, die behaupten, die hätten Lordis schon mal ohne Maske gesehen, aber ich halte diese Finnen also für Hochstapler. Also das sind ja irgendwie ganz charmante Menschen, die haben alle ja so Knubbelnasen und die sehen alle so ein bisschen aus wie Kaurismäcki-Klamotten, also buntfarbig und in die Breite gegangen. Aber ich glaube, da sagen sie nicht die Wahrheit. Lordi hat noch niemand wirklich nackt gesehen. Also ich will das jetzt für die hoffen, dass sie irgendwann sich wirklich mal ausziehen. Aber sie haben das hier konsequent in Athen in dieser ganzen sommerlichen Woche durchgehalten. Immer wenn man sie gesehen hat, sie waren in diesen Klamotten und also eure Theorie habe ich auch schon gehört, dass es womöglich Ralf Siegel gewesen sein konnte. Also den hatte ich jetzt gerade mit seiner immer noch vermutlich irgendwie blutenden Hand, habe ich hier gerade vorbeigehen sehen und die Finnen sind ganz woanders. Also ich glaube, dass Lordi also für uns ein Geheimnis bleiben werden und vielleicht werden wir das nächstes Jahr in Helsinki aufgelöst finden. Was ich bemerkenswert fand, also das Lob Texas Lightning, also dazu komme ich später, was ich wirklich bemerkenswert fand war, was ist das für die Eurovision, was früher ja bei uns so ganz so nasal, Grand Prix Eurovision de la Chanson, also wie das plötzlich ein weiter Weg war von 56, wir haben ja letztes Jahr Jubiläum gefeiert, also so von der großen Abendkleidträgerin Lys Assia jetzt plötzlich zu Lordi, also da würde ich sagen, also wenn das Schlager ist, mögen wir doch hoffentlich irgendwie alle gerne Schlager. Also von Lys Assia zu Lordi ist auf jeden Fall ein großer Weg. Sag mal, blutende Hand, Ralf Siegel, habe ich da was verpasst? Hat der eine blutige Hand oder war das jetzt eine Metapher? Doch, der hat sich hier Nein, das war gar überhaupt keine Metapher. Der hat sich, also es gibt böse Zungen, die sagen, er hat sich die Verletzung zugezogen, damit er dann nochmal einen Aufmacher in den Zeitungen bekommt. Und es gab jetzt auch gerade, aber das stimmt nicht. Er hat sich wirklich verletzt. Also seine Frau, seine Lebensgefährtin Kriemhild hat das verbürgt. Er muss nachts sehr unruhig gewesen sein. Und dann hat er sich am Waschbecken verletzt und ein Notarzt, also alles ganz schlimm. Und dann stand das auch wirklich in den Zeitungen. Und nur böse Zungen sagen, das hat er gemacht, um sich da nochmal ein bisschen ins Licht zu stellen. Also weil Nein. Das Licht war ja, was Deutsche anbetrifft. Nein, das ist doch alles zu böse. Das weiß ich doch auch. Aber Ralf Siegel ist jetzt auch, geht als geschlagener Mann aus Athen. Ja, er hat sich einfach wundgeklatscht für die Schweiz. So, jetzt kommt zu mir. Nimm Platz. Schatzelein.
starke Frauen und starke Stimmen. Und das war heute eigentlich wirklich auch ein bisschen das Thema, bevor die Orks kamen. Sag doch mal, ich möchte gerne mit dir über die musikalischen, über die Stimmen heute Abend sprechen. Es war doch an für sich einiges Gutes dabei. Es gab offensichtlich ein paar Probleme beim Gesang, ein paar falsche Töne. Wie ist dein Fazit als Sängerin? Also, zunächst mal fange ich mal ganz einfach bei Texas Lightning an. Dass diese Frau richtig gesungen hat, von Anfang bis zum Ende, Gott sei Dank, haben wir uns da überhaupt nicht blamiert. Das ist mal ganz klar. War ganz toll. Und wenn man mal so ein Fazit zieht durch den ganzen Grand Prix, da waren also nur wirklich Leute dabei, die also gesungen haben, dass einem, also echt, mir haben die Füße wehgetan teilweise. Deshalb fand ich den Platz 15 total ungerecht. Ich fand es einfach wirklich fast eine Unverschämtheit, weil die, bei denen hat ja auch alles gestimmt. Ich meine, die sind super aufgedreht, eine schöne Performance gemacht. Das ist einfach nicht in Ordnung. Also es ist nicht in Ordnung. Und ich rede ja aus Erfahrung, ich habe Platz 17 gemacht, waren gerade zwei Plätze hinten dran. Wir haben gesungen wie die Haubelärsche, sagt man bei uns, und die haben das nicht begriffen. Natürlich waren auch super Leute dabei, so wie die A Cappella-Truppe, so wie zum Beispiel der Rumäne oder die Herzegowina hat sehr schön gesungen. Oder gerade, wie du sagst, die Schwedin hatte eine ganz tolle Stimme. Gut, die waren vorne, okay. Aber da also Texas Lightning hätte mindestens unter den ersten, ich sage mal jetzt ganz normal, 7 bis 8 Plätzen sein sollen. Rein von der Optik Qualität her, von der Qualität und von der Sympathie, die sie rübergebracht haben. Ich will jetzt hier kein Riesenlob da abziehen. Aber ich meine, als manchmal irgendwo frage ich mich, wo die Leute ihre Ohren haben und wo sie ihre Augen haben. Ja. Wir hören noch mal rein. Weil wir haben noch mal zusammengeschnitten die besten Noten und die merkwürdigsten Noten heute Abend. Die längsten Noten und die komischsten Noten. So, das musikalische Wechselbad der Gefühle. Hören sich das noch mal an. I just really miss you when I wanna kiss you. Die Königin der Nacht aus Rumänien. Die Stimme, ne? Naja. Eigentlich eine Siegernote, würde ich sagen. Und selbst die Tambourin-Maus hat noch mal Gummi gegeben. Und hier Schweden, Thomas Favoritin. Tja, da streiten sich die Götter. Echt, wie kann so eine Pappendeckel-Nummer gewinnen? Da frage ich mich echt. Ja, man weiß es nicht, aber wir haben auch. Auch Deutschland hat 10 Punkte nach Finnland gegeben. Ich glaube, es war eine Mischung von... Ich nicht. Du nicht? Apropos, da fällt mir ein. Georg, du hast ja so um 20 vor 9 einen Tipp abgegeben. Ja, ich habe nicht Finnland draufgeschrieben. Ich möchte auch kurz das Rätsel klären. Wenn Lordi die Masken abnehmen, da stecken drunter Harpe Kerkeling und Heide Simonis. Aber hier habe ich deinen Tipp noch drauf. Und ich habe wirklich bis jetzt nicht geguckt, wenn da Finnland drauf steht, bist du wirklich die Cassandra des Abends. Ich habe ja gesagt, als wir uns unterhalten haben, ich glaube, dass sie weit vorne landen, das ist belegt. Aber ich habe nicht gedacht, dass sie gewinnen. Deswegen habe ich da zwei andere Songs draufgeschrieben, die immerhin im vorderen Drittel waren. Ich guck mal rein. Aha. Griechenland oder Schweden, hätte Georg getippt, sind ja auch relativ weit hochgekommen. Ja, 5 und 7 oder so, 5 und 8 irgendwie. Man muss dazu sagen, es hängt schon sehr stark auch von der Performance an dem Abend ab. Und ich kenne die Songs ja nur von CD vorher. Fand aber beide klasse. Bei der Griechin verstehe ich es nicht. Alleine auf der Bühne. Gute Toll. Stimme. Tolles Kleid. Sehr teures Gautier-Outfit. Rockt, singt, super, hohe Note, wirft sich auf den Boden, Haare zurück. Das ist so eine... Eigentlich, eigentlich alles, was heterosexuelle Männer lieben. Ne? Ja. Genau. Ja, ich meine, wo wir gerade dabei sind, Lordi führt natürlich auch Gott sei Dank endlich mal wieder sehr, sehr viele heterosexuelle Fans, wo man dachte, man hat sie verloren, zurück zum Song Contest. Na Gott sei Dank, wir haben ja Thomas noch hier auf der Couch. Die Griechen. Und Claudia. So. Ja, die Griechen, ganz kurz nur, die Griechen fand ich klasse, ich fand den Song klasse. Ja. Ich habe gedacht, na Gott, wenn nicht 2 oder 3. Ich fand Carola, die redet zwar privat ziemlich viel Unsinn, das darf man mal sagen, sie gehört einer extremen
konservativen christlichen Sekte in Schweden an und redet Quatsch. Aber ich meine, wenn sie auftritt, stimmt die Nummer. Sie soll singen. Ich habe übrigens zu dem Thema Outfits, haben wir auch noch mal die schönsten Highlights zusammengestellt, weil Carola hat ja auch dieses lange Wehkleid da drin. Und wie gesagt, das Kleid von der griechischen Sängerin. 75.000 Euro hat es gekostet. Wir gucken es uns noch mal an. Die schönsten Kostüme. Bitteschön. Und die schlimmsten Kostüme, weil das war ja wohl das billigste am ganzen Abend, muss ich sagen. Ein Materialwert von 10 Euro. Hier die Gewinner, aber immerhin aufwendig. Da so ein bisschen Bondage. Merkwürdige Sexualtechniken in Bändergymnastik. Und ein tapferes Trickkleid dieser sehr fröhlichen Lippe. Das war Afrika Paprika. Das war Afrika Paprika, genau. Sehr, sehr schön. Also es war wieder einiges Gräußliches dabei, oder? Ja. Was war denn das scheußlichste Kostüm? Das war schon, finde ich, das aus Mazedonien. Also eine abgeschnittene Jeans, die so kurz ist. Also Camping. Seit wann hast du was gegen kurze, abgeschnittene Hosen? Nee, das meine ich nicht. Aber ich glaube, die ist vom Halbfinale ins Finale gekommen, primär wegen des Outfits, nicht wegen des Songs. Also ich möchte jetzt was sagen, um das ganze Ding zu beenden. Ja, also wir müssen noch mit Texas Lightning sprechen. Ich habe trotzdem einen Vorschlag. Ja. Um das ganze Ding jetzt zu beruhigen, ich habe vor, nächstes Jahr mitzumachen im Batman-Kostüm. Jetzt ist die Schalte da und ich glaube, jetzt sind unsere Helden auch bereit. Mal gucken, in welcher Verfassung sie sind. Meine Damen und Herren, einen großen Applaus für Texas Lightning. Diesen wahnsinnigen Applaus hören. Ja, der danke nach Hamburg. Hallo Hamburg. Hallo Hamburg. Hier ist die Heimat. Ja, schön. Hier spricht die Heimat. Hier spricht unsere Therapiegruppe. Wir haben jetzt schon fast 45 Minuten. Weinen wir hier und halten uns die Hände. Jetzt aber mal an euch die Frage. Ich fange bei Jane wieder an. Ladies first, wie geht's dir? Ach Mensch, Thomas, mir geht's ganz gut. Wir haben das getan, was wir tun konnten. Und wir wussten, dass ihr alle total hinter uns standen und das war ein schönes Gefühl. Wir haben unser Bestes gegeben und es ist natürlich, ja, danke euch, ganz lieb. Nee, du hast das wirklich, jetzt mal bei dir anzufangen, du hast das großartig gemacht, du hast es ganz toll gesungen. Es gab sehr viele Leute auf der Bühne heute Abend, die extreme Stimmprobleme hatten. Ich weiß nicht, ob es am Monitor an sonst was gelesen hat, aber du hast intoniert wie die Göttin, die du bist. Und hier stand der ganze Saal Kopf. Dankeschön. Vielen Dank. Und du bist wirklich würdevoll über diese Bühne geschwebt. Wie war denn jetzt trotzdem, also jetzt mal bei der Performance, jetzt haben wir ja viel Proben gehabt und so, wie war das Gefühl denn, wenn es nun ernst ist und wirklich diese Millionen von Menschen gucken? Ist das überhaupt noch nervlich durchzustehen? Es war eine große Anspannung, aber mehr wegen dieser ganzen Hype Backstage von den anderen Leuten, die völlig nervös waren und so. Die Bühne selber war toll, die Atmosphäre im Saal war begeisternd. Es war unsere Bühne und wir haben unser Ding gemacht und es war klasse. Ich habe nicht an die Millionen hinter der Kamera irgendwie gedacht, sondern wir haben einfach unseren Song gespielt und gesungen und genossen. Ja, es war halt was Schönes, es war toll. Überwältigend. Ich darf mal den Olli als Nächsten befragen. Olli, hinter der Bühne viel Hektik, sicher auch viel Stress mit solchen Leuten. Wie habt ihr denn die Nerven behalten? Habt ihr meditiert oder habt ihr euch an den Händen gehalten oder wie habt ihr euch beruhigt? Ach, beruhigen mussten wir uns eigentlich gar nicht so sehr. Also an den Händen gehalten haben wir uns tatsächlich, weil wir haben ein Ritual, das wir in der Tat auch vor jedem Auftritt haben, nämlich einen Kreis zu bilden, wie man das von einer tapferen Eishockeymannschaft oder Fußballmannschaft kennt und uns nochmal Glück zu wünschen, uns ein bisschen aufzupuschen und uns zu sagen, dass wir es jetzt so gut machen, wie wir es halt einfach in dem Moment nicht besser machen können. Und das haben wir versucht zu geben. Und ansonsten waren wir eigentlich immer sehr, sehr guter Laune, weil dieser Song ist einfach ein schöner Song und den lieben wir nach wie vor.
vor. Wir können den gar nicht so oft proben und wir lieben ihn immer noch. Und deswegen glaube ich, dass unsere Laune auch nicht unter ein gewisses Level rutschen kann, weil wir haben eine so tolle Zeit hier in Athen gehabt und das nehmen wir auch garantiert wieder mit nach Hause. Und das möchte ich zum Schluss noch fragen. Wie würdest du jetzt die gesamte, wenn du jetzt mal für die Gruppe sprechen kannst, die gesamte Grand Prix-Erfahrung zusammenfassen? Hat es sich gelohnt? Naja, für einen Leistungssportler, und wir sind fünf Leistungssportler, ist es das große Ziel, einmal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Und das waren wir jetzt. Und sogar an einer olympischen Stätte. Ja? Und es ist großartig. Und ich glaube, für jeden Musikanten ist es was Tolles, hier mit so vielen Künstlern aus so vielen Ländern zusammenzukommen und auch diese Aufregung und diese ganz großartige Stimmung hinter den Kulissen mitzuerleben und einfach dabei zu sein. Und das genießen wir wirklich sehr. Also jetzt dürft ihr feiern, jetzt lassen wir euch in Ruhe. Trinkt einen Whisky auf uns mit. Wir trinken hier schon kräftig in Hamburg. Und ihr wart ganz, ganz toll. Und werden wir euch vergessen? No, no, never! Tschüss nach Athen. Dankeschön. Und meine Damen und Herren, wir haben es ja heute schon mal angesprochen. Es gab ein Lied beim Grand Prix, was mal den 17. Platz gemacht hat und trotzdem ein Grand Prix-Klassiker geworden ist. Und ich bin mir sicher, mit No No Never und dem 15. wird es genauso wieder sein. Und deshalb freue ich mich, dass das unser finales Motto-Lied heute nochmal ist. Nämlich die wunderbare Joy Fleming mit Ein Lied kann eine Brücke sein. Was hat es gegeben? Ja, all die drehen sich nur im Kreis. Du möchtest dich ändern, doch niemand zerbricht das Eis. Dann sprichst du mit Leuten, die dir nichts bedeuten. Schau, ihnen geht es so wie dir. Dabei gibt es noch Wege, die führen genau zu mir.
Der 51. Eurovision Song Contest in Athen hat einen Überraschungssieger. Die finnische Band Lordi. Ihre Mitglieder treten als Monster auf. Mit furchterregenden Kostümen und Hardrock-Musik spielten sich die Finnen auf den ersten Platz. Ihre Darbietung wurde von den Länderrepräsentanten mit 292 Punkten bewertet. Auf Platz 2 und 3 kamen Russland und Bosnien-Herzegowina. Die Gruppe Texas Lightning, die für Deutschland gestartet war, landete auf dem 15. Rang. Insgesamt nahmen 24 Sänger und Bands an dem Wettbewerb teil. Geschätzte 100 Millionen Zuschauer verfolgten das Spektakel an den Bildschirmen. Die Lottozahlen. Noch gut 3 Stunden, dann ist Showtime in Athen. Dann beginnt der Eurovision Song Contest 2006, der 51. übrigens. Der deutsche Beitrag zur europäischen Liederschlacht geht mit der Startnummer 8 ins Rennen. Die Hamburger Band Texas Lightning mit ihrem Country-Song No, No, Never. Auch Brisant ist mit einer kleinen Delegation vor Ort und die staunte bei der Generalprobe nicht schlecht. Denn am Eurovision Song Contest nimmt auch eine lebende Musiklegende teil. Nana Mouskouri vergangene Nacht um 23:30. Nach einer stundenlangen Probe nimmt sie sich noch Zeit für Brisant und lädt uns in ihre Garderobe ein. Gerade ist sie von einer 3-wöchigen Abschiedstour durch ganz Kanada zurückgekommen und noch etwas müde. 17 Stunden im Flugzeug, das war wirklich sehr, weil ich hatte gekommen aus der Westenseite von Kanada, von Victoria, Vancouver. So, und heute ja. Aber ich könnte nicht wirklich diese Abend vermisst. Das ist eine Fies für die Musik und in meiner Heimat auch. So, ich wollte wirklich hier sein. Das war für mich sehr wichtig. Nana trägt viele Glücksbringer. Bei ihrer einzigen Teilnahme am Grand Prix 1963 haben sie aber auch nicht geholfen. Sie landete auf dem 8. Platz. Dennoch, seitdem bedeutet ihr dieser Wettbewerb sehr viel. Für mich hat mir viel Glück gebracht, weil nach dieser Eurovision Harry Belafonte hat mir gefragt, mit ihm zu singen, weil ist ein Exposure, wie heißt es, Exposure, du bist exposiert für die Leute in das Publikum. Den Auftritt von Texas Lightning hat Nana Mouskouri bislang noch nicht gesehen, doch sie drückt den 5 Country-Sängern aus Hamburg die Daumen, sagt sie. Die Band hat in der vergangenen Woche hier in Athen eine Riesenwelle der Sympathie erlebt. Dutzende mitgereister Fans unterstützen sie. Ja, ich bin total begeistert. Man sieht es ja auch in meinem Outfit. Ich möchte auch die Gruppe optisch ein bisschen unterstützen. Freue mich riesig über diesen sehr guten deutschen Beitrag und finde, dass wir seit Jahren wieder richtig gute Chancen haben. Trotzdem die Band seit einer Woche in Athen ist, hat sie kaum etwas von den antiken Sehenswürdigkeiten gesehen. Doch Country ist seit Texas Lightning auch hier populär und die Griechen mögen die 5. Unser Gitarrist Markus Fast Finger Schmidt wurde in einem Straßencafé, obwohl er keinen Cowboyhut auf hatte, Cappuccino trinkenderweise, sitzenderweise von einem Straßenmusikant, einem Bouzouki-Spieler erkannt. Und die haben sich dann noch unterhalten, großartig. Nana Mouskouri wird von ihrem Mann André Chapelle begleitet, mit dem sie seit 30 Jahren zusammen ist. So sehr sie den Eurovision Song Contest auch mag, so findet sie doch auch kritische Worte. Dass sie alle singen auf Englisch. Und das ist auch schade. Ich bin sehr stolz für meine Sprache. Ich habe gelernt, andere Sprachen zu singen. Aber wenn du bist in einem Festival, dass du repräsentierst deine Heimat und deine Kultur, du musst wirklich deine Sprache singen. Inzwischen ist sie zur letzten Probe schon wieder hier an der Olympiahalle. Zwar wird sie heute Abend nicht singen, aber die internationale Punktewertung eröffnen. Und selbstverständlich darf auch Schlagerkomponisten Urgestein Ralf Siegel in Athen nicht fehlen. Allerdings ist ihm ein kleines Malheur passiert. Er soll sich nämlich ziemlich böse in den Finger geschnitten haben, was ja für einen Pianisten fast so was ist wie ein Weltuntergang. Thorsten Amarell in Athen, ist denn der Siegelsche Finger noch dran? Grisel, ist der Siegelsche Finger ist noch dran und genau genommen handelt es sich um 2 Finger der rechten Hand. Die trägt er bandagiert in einer schwarzen Armschleife hier durch Athen. Ich habe ihn vor 2 Tagen abends getroffen, nachdem der Unfall passiert war, hier in einem Restaurant unterhalb der Akropolis. Und er hatte mir erzählt, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Er war abends in seinem 5-Sterne-Hotel im Bad, wollte zu Bett gehen, hat sich auf das gläserne Waschbecken abgestützt und das muss aus der Verankerung gerissen sein. Er muss ganz böse darüber gestutzt sein, hat sich dabei die Sehne
Zehen mindestens eines Fingers durchtrennt an dem Glas und ganz viele Glassplitter in den Fingern gehabt, ist dann in der Nacht direkt noch in eine Athener Klinik gebracht worden. Dort wurden die Finger notversorgt und genäht. Und er wird heute Abend nach der Show, also morgen früh, sicherlich mit einer der ersten Maschinen nach München zurückfliegen und wird dort am Montag operiert. Nun werden sich viele Zuschauer fragen, Eurovision Song Contest, Ralf Siegel, geht denn für Deutschland nicht Texas Lightning ins Rennen? Das stimmt. Ralf Siegel hat ja in den vergangenen Jahren schon für viele andere Länder Lieder produziert für den Eurovision Song Contest. So auch in diesem Jahr für die Schweiz, 641. Ein Lied, das hat man nach 10 Minuten im Ohr, nach dem ersten Hören im Ohr, nach 10 Minuten wieder vergessen. Definitiv kein Siegertitel. Thorsten, haben Sie eigentlich auch einen persönlichen Favoriten? Wer, glauben Sie, wird heute Abend denn der strahlende Sieger sein? Ach, wenn ich das so genau vorhersagen könnte, Griseldis, dann könnte ich auch die Lottozahlen von heute Abend sagen. Es ist schwierig, es gibt viele Favoriten. Eine Band, über die definitiv hier in Athen am meisten geredet wird, ist die finnische Band Lordi. Das sind Gruselschocker par excellence, die nur mit Monstermasken auftreten. Und den möchte man nachts auf der Straße auf keinen Fall begegnen. Lordi werden heute Abend etwas spielen, was es so noch nie gab beim Eurovision Song Contest, nämlich Hard Rock vom Feinsten. Und ihr Titel heißt dementsprechend auch Hard Rock Halleluja. Ich war heute Morgen in einem Café hier in Athen und da hat mir der Besitzer, ein ca. 50-jähriger Grieche, gesagt, für ihn sei der Favorit ein Russe. Das ist ein ganz junger Sänger, Dima Bilan heißt der. Der könnte es allerdings auch machen, aber auch Texas Lightning. Viele Fans, wir haben es gerade im Beitrag schon gesehen, machen subtile Unterstützungszeichen und ich zum Beispiel auch. Ich habe mir eine texanische Gürtelschnalle hier mitgebracht nach Athen, um Texas Lightning zu unterstützen. Und einen Cowboy-Hut habe ich auch dabei und den setze ich jetzt auf und verabschiede mich aus Athen und reite in die Arena zur Show. Bis dann. Vielen Dank, Thorsten Amerell nach Athen. Und natürlich viel Spaß heute Abend. Ja, und Sie, liebe Zuschauer, wir wollen Sie jetzt mitnehmen auf eine Zeitreise. Denn die zurückliegenden 50 Grand Prix-Veranstaltungen bergen einen riesigen Schatz an musikalischen Leckerbissen. Viele der Lieder sind zu Evergreens geworden und Karrieren haben mit dem Wettbewerb auch begonnen. Wir gratulieren 50 Jahre Eurovision Song Contest. Das heißt, 50 Jahre Spannung, große Gefühle und große Hits. Merci. Merci. Der Beginn einer Karriere. Im dritten Anlauf schafft Udo Jürgens einen ersten Platz und sein Lied wird ein Erfolg weit über die Grenzen Europas hinaus. Wenn dann so am Schluss ein Lied gewinnt, was Europa unter einem Dach vereint, wenn dann so eine Hymne kommt, wie damals dieses wunderschöne, etwas schmierige, aber dennoch, mir ging's ans Herz, dieses Halleluja, immer schief. Am Ende eines jeden Wettbewerbs das gleiche Ritual. Aus Rivalen werden Freunde. Europa schart sich um ein Lied und für einen Moment sind alle Grenzen vergessen. Halleluja! Die Idee ist ja auch und war immer, es vereinigt die Länder. Ist ja ganz klar. Wer würde denn einen Türke kennenlernen oder einen Tschechen oder irgendwelchen, wenn nicht so eine Eurovision wäre? Und vielleicht würden wir heute nicht einmal ABBA kennen. Die wohl bekanntesten Sieger des Grand Prix Eurovision de la Chanson, wie er damals noch genannt wurde. Bilder vom ersten Wettbewerb in Lugano. Ein Meer von Blumen und mittendrin Liz Assia, die Schweizerin, die mit Oh mein Papa damals in ganz Europa erfolgreich war. Ich bin auch sicher, dass ich heute noch gewinnen könnte. Wenn ich ein gutes Chanson habe, was zu mir passt, zu meinem Stil, zu meiner Stimme, zu meinem Alter, könnte ich das heute noch verfechten. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne. Der erste und bisher letzte Platz 1 für Deutschland. Nicole gewinnt mit einem überwältigenden Vorsprung vor allen anderen Konkurrenten. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so.
Ihr erster Auftritt vor einem internationalen Publikum. Sie ist erst 17, aber schon so sicher auf der Bühne, als kenne sie kein Lampenfieber. An das Siegergefühl von damals erinnert sie sich noch ganz genau. Stolz. Natürlich. Es geschafft zu haben, für das eigene Land einen Sieg zu erringen. Ich glaube, das empfindet auch jeder Sportler, wenn die Fahne gehisst wird, am Schluss die Nationalhymne gesungen wird. Und da ist man schon irgendwo an der Ehre auch gepackt. Und ich war damals wahnsinnig stolz. Voici Alice et Hélène Kessler. Bühne frei für zwei gefeierte Revue-Stars, die Kessler-Zwillinge bei ihrem Einsatz in Cannes. Das sah ja so ein bisschen aus, als wäre es aus Alfred Bühlecks Küche gesendet worden. Da hat man uns eigentlich gezwungen, dahin zu gehen. Also ja. Wir haben gesagt, Sie müssen dahin gehen und keine Widerrede, sonst lösen wir den Vertrag auf. Also irgendwie haben sie uns da festgenagelt und wir mussten dahin gehen. Der erzwungene Auftritt bringt nur einen 8. Platz bei gerade mal 11 Teilnehmern. Eine der vielen schönen, aber auch ein wenig traurigen Geschichten vom größten Musikwettbewerb der Welt. Schade eigentlich, dass es das heute, dass man niemand mehr den Mut hat, den Grand Prix einfach so aufzuziehen. Ich glaube, das könnte ein Renner sein. Es war eigentlich so, wie Viva heute ist. So war der Grand Prix damals. Es hat uns überhaupt nicht geschadet. Wir hatten wunderschöne Kleider an und haben uns nett bewegt. Nur einer, Johnny Logan, holte gleich zweimal einen 1. Platz. Wer es diesmal geschafft hat, heute Abend wissen wir mehr. Ja, die Show geht weiter. Den 51. Eurovision Song Contest können Sie heute Abend ab 20.15 Uhr hier bei uns im 1. live miterleben. Ja, und jetzt habe ich natürlich die wichtigste Party des Wochenendes unterschlagen. Die kommt jetzt. Allein in Deutschland schauten 10,5 Millionen Menschen zu, als ganz Europa die Sieger des Eurovision Song Contest wählte. Einen Gehörnten aus der Unterwelt, eine Art Mensch-Tier-Skelett, eine Mumie, ein außerirdisches Monster und ein Wesen mit Vampirzähnen. Millionen hatten also für ein monströses Gruselkabinett aus Finnland gestimmt. Wenn Monster sich freuen, wirken sie gar nicht mehr so gruselig. Zur Geisterstunde ist die Sensation des Grand Prix perfekt. Mit Heavy Metal und Hackebeil fegen die Fratzenfinnen die gesamte Konkurrenz von der Bühne. Am Ende Platz 1 für Lordi. Die anschließende Pressekonferenz, ein Tollhaus. Der Sieg der Hässlichen spaltet den Kontinent. This is kind of like a proof of the fact that, das ist der Beweis dafür, wie tolerant die Leute geworden sind. Es spielt einfach keine Rolle mehr, wie wir aussehen. Die deutschen Cowboys rund um Sängerin Jane Comerford hatten sich allerhand vorgenommen. Immerhin galt Texas Lightning als Geheimfavorit. Das Händchenhalten im Green Room brachte leider kein Glück, am Ende nur Platz 15. Zuspruch von Griechenlands Pop-Diva Anna Vissi, aber Trost hatten sie eigentlich gar nicht nötig. Es war fabelhaft, es war fantastisch, es war unbeschreiblich toll. Die griechische Hauptstadt, bis zum Morgengrauen eine finnische Partysauna und dann der Höhepunkt. Die öffentliche Verbrüderung mit Norwegens Hardrock-Legende Glam. Europa wird sich an diesen Anblick gewöhnen müssen. So viel also zum Thema, die Mehrheit liebt Monster. Also ich habe ja am Samstag nicht den Eurovision Song Contest sehen können, liebe Zuschauer. Ich sage Ihnen später auch warum. Aber als ich die Sieger das erste Mal in der Pressekonferenz sah, da war ich dann doch ziemlich überrascht. Eigentlich dachte ich, ich wäre im falschen Film. Monster, Zombies, Mumien, wie auch immer Sie wollen. Die finnische Hardrock-Band Lordi, die sieht ja schon zum Fürchten aus und hört sich für manche Menschen auch so an. Das nennt der Schlagerfreund den Gau. Maskierte Metallrocker aus dem Norden holen den großen Preis der angeblich liebreizendsten Stimmen Europas. Doch nun hat der erschrockene Bürger zumindest in Deutschland ein neues Schimpfwort. Lordi. Fand ich ganz schauderhaft. Ist überhaupt nicht meine Richtung, meine Welt. Ja, den fand ich ekelhaft. Wortwörtlich ekelhaft. Das war furchtbar. Das ist doch keine Comprime mehr. Das ist doch nur noch... Ach, Mann, schön so oft, das darf man ja nicht mehr sehen. Vielleicht etwas drastisch, aber wir erinnern uns ja noch an den Aufschrei, als Gildo Horn, Stefan Raab und Co. sich von den Ketten des klassischen Grand Prix befreiten. You know, this was a victory. Das war ein Sieg für die Rockmusik.
Nicht nur für Finnland und für Lordi. Es war ein Sieg für die Aufgeschlossenheit. Es ist sympathisch. Eins muss man sagen, ich finde das sympathisch. Ich muss dazu sagen, die sitzen 3 Stunden in der Maske, um so auszusehen. Ich sehe so aus, bevor ich in die Maske gehe. Allerdings, wer sich in Athen den Jungs von Lordi näherte, dem schwante nichts Gutes bei diesem Anblick. Doch ein mutiger Reporter von Brisant hat es gewagt. Ich bin gestern in Athen am Flughafen, gestern Mittag, direkt hinter Ihnen eingecheckt, übrigens am Economy-Counter. Also die Hard-Rock-Stars fliegen auch nicht Business-Class und zerlegen diese auch nicht. Nein, sie sind ganz brave Menschen. Alle trugen verspiegelte Sonnenbrillen, tätowiert, trugen Heavy-Metal-T-Shirts und haben aber ansonsten wie alle anderen braven Fluggäste da auch an ihrem Wasser genuckelt oder an ihrem Apfelsaft. Für viele waren Texas Lightning geradezu zauberhaft. Womöglich zu zauberhaft. Keine Chance für Country Jane und ihre Mannen. Platz 15 und knapp ein Dutzend Länder gaben sparsame 0 Punkte. Dennoch. Für einen Leistungssportler, und wir sind 5 Leistungssportler, ist es das große Ziel, einmal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Und das waren wir jetzt. Und überhaupt, wer sich über gruselige Gummimasken und dröhnende Gitarren erregt, der vergisst, was sich da an Entgleisungen für Ohr und Auge noch alles abgespielt hat. Da gab es ganz, ganz viele, gerade in den deutschen Fanclubs, die geradezu entsetzt waren, traurig waren. Einige haben sich völlig in sich zurückgezogen und haben gesagt, okay, ich habe jetzt mit dem Eurovision Contest abgeschlossen, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Das hat nichts mehr mit dem ehemaligen Grand Prix der Chanson zu tun. Selbst wahre Schlagerfans gönnten am Schluss den Finnen ihren ersten Sieg nach mehr als 40 Jahren erfolgloser Grand Prix-Teilnahme. Außerdem ist der Contest endlich wieder in aller Munde. Bin schon sehr gespannt, was als nächstes kommt. Und gestern traten 23 Kandidaten, meine Damen und Herren, Sie haben es alle gesehen, des Eurovision Song Contest an. Alle in der Hoffnung, heute Abend, dann im Finale in Athen singen zu dürfen. Gabi, du bist ja auch Sängerin, ne? Du bist mit der Auswahl zufrieden jetzt? Oder was fandest du besonders charmant? Vielleicht mal so rumgefragt? Also mir gefallen ja diese Finnen sehr gut. Ach, du bist verrückt. Diese Klingonen auf Klassenfahrt. Ja, Lordi, lass uns mal noch ein bisschen, weil gestern Abend, die Lordis sind ja weitergekommen. Ja, ne? Und die Finnen, weißt du, ich denke mal, das liegt an diesen Einstrahlungen von Mobilfunk. Denn die Finnen haben ja 5 Millionen Einwohner, aber 6 Millionen Handys. Und das führt zu Hautirritationen, das hat man schon ganz oft. Aber weißt du, was es auch ist, glaube ich? Hm? In Finnland ist es ja überdurchschnittlich viel dunkel. Das heißt, vielleicht haben die meisten Finnen diese Gruppe überhaupt noch nicht im Hellen gesehen. Das könnte eine Erklärung sein. Stimmt, ja. Und die andere Sache, was auch interessant ist, ja, in diesem Land nicht nur die PISA-Studie, sondern auch, dass die Finnen am glücklichsten mit ihren Ehemännern sind. In ganz Europa, die Finnen sagen, unsere Männer sind eine Wucht. Deswegen wollen sie ihre guten Männer natürlich behalten und schicken uns den Schrott raus. Ach, und der Schrott ist kein Ehemann. Ich dachte ja erst bei Lordi, guck mal, Gildo Horn tritt für Finnland an. Ach. Ja, dann habe ich aber auch gemerkt, dass es eine Maske ist. Ne? Aber vielleicht sollten wir mal eben reinhören in die Finnen. Ja. Ne? Und zwar, der finnische Titel ist Hardrock Halleluja. Halleluja! Oh, für alle, die es noch nicht gehört haben. Ja. Ich finde die gut. Du findest sie gut? Ja. Nein. Doch. Haben die Chancen? Ja. Was? Nein, die sind gut. Soll ich mir sagen, die ganzen Sieg? Soll ich es eine nach der anderen, meine Lieben. Ach, Papalapap, wieso? Ich glaube, dass Testosteronschleudern total normal aussehen. Die haben es faustdick hinter denen und die müssen nicht irgendwie so grätzige. Du möchtest wieder so eine kleine irische Ballade, ne? Mit so einem kleinen, pickligen Jungen, der noch bei Mami wohnt. Ja, Irland war ja auch, also der das deiner war gestern. Schön. Naja, mein Johnny Logan hätte es besser gesungen. Ja, aber die Iren, ich bin ja ein bisschen parteiisch, die Iren sind so sympathisch. Ihre und Oma war Irin oder hat in ja, so etwa, ja. Genau. Und ich finde, die singen, also dieser Typ singt hat man schön. Man neben einem Iren gelegen oder so. Nein, du wirst nichts über meine Oma sagen. Nichts über deine Oma. Sag was über deine Oma, meine nicht Oma. Meine Oma.
meine hat mal neben einem Iren gelegen. Nicht nur neben Iren, ach, die war international. Nein, ich fand das irische Lied, ich meine, es ist so ein bisschen, ist jetzt nicht gerade ein Stimmungsreißer, puppenlustig kann man nicht sagen, aber es ist ganz schön gesungen und wer hat keine Maske, man ist schon für kleine Sachen froh, finde ich. Das stimmt. Die, apropos für kleine Sachen froh, die Griechin Anna Fissi, ne? Fissi. Die ist ja auch, also in der steckt ja auch ganz schön. Was steckt da drin? Und der steckt. Nein, die wurde doch mit Potenzial. Einer Flasche. Die, Potenzial! Nein, die wurde doch mit einer Flasche in einer Körperöffnung neulich über die Krankenhaus eingeliefert. Nein, nein! Können wir übrigens auch mal reinhören, eben kurz. Das heißt, das, der griechische Titel heißt Everything. Oh, reinhören wir! So. Ja. Klingt ein bisschen gläsern, aber. Schreppert ein bisschen. Wahrscheinlich. Ich meine, Gott, wem von uns ist das nicht schon auch mal passiert? Ja. Oh. Beim Flaschendrehen. Der noch nicht. Nein, hier. Ach, hier. Du beim Flaschendrehen. Ja, ja. Schwupps, ist sie weg, oder was? Du bist dran. Sag mal. Wo ist sie jetzt? Du bist dran. Ja, na ja, ganz alleine mit dir. Aber, apropos, hat die welche war das denn noch? Die andere hatte doch auch so ein, war das die Kroatin? Ja, ja. Severina Popova. Severina, aber siebenmal Poppenmeister übersetzt. Ja. Nein. Nein, aber die hat ja so ein Home-Video gedreht, so ein Sex-Video, ne? Ist auch rausgekommen. Da hat die Kollegin Nicole, unsere Sängerin Kollegin Nicole, die hat ja auch gesagt, ich bin schockiert. Hm. Gut, aber da braucht es auch nicht so viel, um Nicole zu schockieren. Ach so. Naja, die Finnen haben ja, weil Nicole ja gesagt hat, die Finnen mit der Maske findet sie nicht so gut, die haben gesagt, Nicole wäre spießig, langweilig und grässlich. Das finde ich auch gemeint. Wie kommen Sie da drauf? Ist so ein flippiges Rasse-Vibe. Das spricht jetzt so ein bisschen auch für die PISA-Studie wieder. Für die PISA-Studie? Ja, weil die kommt ja, dass die Finnen da so schlau sind, man merkt es ja ein bisschen. Ach so. Aber habt ihr euch die Bilder von dieser Popova mal angeguckt? Ich finde, die sieht trotzdem, obwohl sie da gerade in Pose ist, sieht die total naiv aus. Wie, du hast die Porno-Finnchen? Nein, aber in der Bild-Zeitung waren diese Fotos. Und da habe ich natürlich mal durchgeklickt und die guckt, die lächelt immer so ganz naiv in die Kamera, während sie guck mal, das ist diese Severin. Tines, ich muss mal eben sagen, ich habe nicht, die Severin heißt, der Severina, die heißt nicht Popova. Die aus Bulgarien ist Marina Popova und die singt Let Me Cry. Man kommt auch so ein bisschen durcheinander. Ich meine, sehr hübsch. Also war die jetzt die Pornotante oder nicht? Ja, die Severina. Die ist wahrscheinlich alle ein bisschen Pornotante. Welche war denn der Moppel, mit dem ich gleich sympathisiert habe? So eine etwas Andorra, die hat mir sehr gut gefallen. Bitte? Entschuldigung, dieser Peter Urban erzählt vorher eine Cinderella-Geschichte. Ein junges Mädchen, die Jenny, wurde entdeckt. Patsch! Dieses Riesenvibe auf der Bühne. Na, 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 dünnes Eis. Oh, ganz dünnes Eis. Also schön war das nicht. Aber die Strapse dahinter waren nicht schön. Das war die waren auch nicht schön. Die Kombination war doch so schön, weil sie war wirklich schön drall und rundherum tanzten Frauen in spärlicher Unterwäsche. Das hätte man weglassen können. Sehr blasse Frauen. Blasse, schmale Frauen. Ist auch nicht weitergekommen wegen der Strapse. Weil sie den anderen nicht zu essen abgegeben hat. Sie hätte mal besser selbst gestartet. Das kann auch sein. Sie hat den ganzen Käse alleine gegessen. Finde ich sehr sympathisch. Finde ich sehr sympathisch. Die Strapse hätte man in der Tat weglassen können. Das war nicht so doll. Fand ich auch nicht. Sie hatten überall diese ganzen Tänzerinnen dabei. Ja, geht's ganz wichtig, weil sie sonst nichts bewegt. Im Kopf muss man drum rumtanzen. Ja, da sind ja auch wieder. Apropos Tänzerin, guck mal, unser Texas Lightning. Ne? Ich bin ja froh, dass Ditsche noch kein Sexvideo gedreht hat. Aber unser Texas Lightning, können wir auch mal eben reinhören, hat das eine Chance? Also, unser Publikum hier im Saal findet das toll. Guck mal. Ja, ich finde das toll. Hat das eine, also Country in Athen? Ich habe gehört, dass die schwulen Zuschauer ein bisschen, die schwulen Zuschauer, ach, ich hatte noch ein bisschen Schokolademund, dass die ein bisschen enttäuscht sind, weil sie sagen, Cowboys ist ja super, aber wo bleibt der Indianer, der Polizist und der Bauarbeiter? Andererseits, wo wir gerade bei diesem Thema sind. Ja. Also ich mache mir nicht so viel aus dem Grand Prix Eurovision, aber mir hat auch jemand gesagt, von den eher Schwulen, das wäre eine Art WM für sie. Das wäre die WM.
Kann ich jetzt auch nicht so sagen. Grand Prix wäre Ihre WM, nein? Kann ich also für mich jetzt nicht so. Guckst Vor du allen Dingen, Fußball? Guckst du? Ich guck Fußball? Eher Fußball als Grand Prix. Nein, ich müsste lügen. Aber ja, natürlich. Natürlich gucke ich Grand Prix. Und daher weiß ich ja auch, dass Carola Schweden, also Carola, die für Schweden singt, ne, was ja eigentlich ein ganz schönes Lied ist. Ja, und die singt es auch doll. Ja. Nur dummerweise hat sie die Tage in der Presse im Interview gesagt, also Homosexualität hält sie ja für halber durch Tabletten. Das wäre möglich. Und da habe ich gedacht, die kriegt von mir keine Stimme mehr. Nee. Die kann jetzt jodeln, wie sie will in Schweden. Die kriegt von uns Tabletten. Tut's mir leid. Und ihr? Da wäre wieder mal so 300 Gramm Hirn angesagt, glaube ich. Da macht die Stimme nichts. Da wäre der Satz, darf es ein bisschen mehr sein im Anschluss daran noch, weißt ja, du? Ist rüber. Was mich ja geschockt hat, ist, warum wir überhaupt beim Grand Prix dabei sind. Geschockt? Weil Gott manchmal frei hat. Nein, ich wusste das. Ich gebe es zu, ich weiß es erst seit gestern, dass wir uns eingekauft haben. Natürlich. Ach, nur mit Spanien. Ihr seht, ihr seid so abgezockt und wisst das. Haben wir uns bei der Fußballweltmeisterschaft auch eingekauft? Du oder kommst was? Aber, ja, am Ende. Aber du kommst zu selten zu Blond am Freitag, weil dann wüsstest du das mit. Auch. Oh. Ja, ja, dafür, nee, nee. Dafür, natürlich. Deswegen müssen wir ja nicht diesen elenden Vorausschneiden, also diese Semifinale mitmachen wie gestern. Ne? Ja, ich sage nur Weißrussland, dass das Belarus heißt, wusste ich auch nicht. Weißrussland, Belarus. Und Ralf Siegel tritt ja für die Schweiz an. Ich dachte, Ralf Siegel hat ja, also der hat sich, vielleicht hatte der da auch eine Maske auf. Der hat sich ja so reingeschummelt. Ich dachte immer, die Schweiz wäre neutral und nicht sauer. Guck mal, six for one. Ne? Six for one, das könnte auch das Motto. Man hört den Siegel so ein bisschen auf. Ne? Ja, also, besser, jetzt könnte auch das Motto der Griechin gewesen sein, als sie sich diese Flasche reingeholfen hat, Six for One. Ne? Ja. Ja. Hat die durch die Flasche auch gesungen? Ja. Ich weiß nicht, aber Six for One. Aber dieses Lied hier von den Schweizern, das klingt am Anfang ganz schön. Und dann hat es aber auch wieder so einen dramatisch langweiligen Refrain. So einen typischen Siegelrefrain. Ja, ja, aber so, ein so einen typischen Grand Prix-Refrain. Also, kommen Sie als erstes, treten als erste an morgen? Vielleicht, also man kann ja dann 5 Minuten später anmachen. So ein Siegelbäuerchen. Wäre auch gemein, natürlich. Ne? Aber was ich nicht verstehe, warum hat man gestern das eigentlich schon komplett gezeigt, so wie man es morgen zeigen wird? Damit morgen der Brechreiz nicht so hoch ist. Das muss doch alles so gemacht werden. Muss alles so gemacht werden. Hör mal, habt ihr Tipps ganz schnell noch am Ende jetzt? Tipps von euch, wer wird gewinnen? Texas Lightning. Ehrlich? Dixon. Sowas überhaupt nicht mittippen, weil ich habe auf Belgien getippt und die sind nicht mal die weiter. Die sind schon raus. Ja. Die Schweden. Die Schweden? Carola Schweden? Kim, was sagst du? Kim freut sich noch ein bisschen. Ich meine, das wird natürlich kein Desaster, meine Damen und Herren, denn zum Glück singen wir ja nicht gegen Costa Rica. Ne? Also, wie komme ich aber jetzt von Ralf Siegel zum erfolgreichen deutschen Sänger? Ah, natürlich, Udo Lindenberg, guck mal hier. Der jetzt nur. Oh. So. Ah. Das war mal ein Grand Prix, oder? Am Wochenende. Mir hat's gefallen.
Ja? Sensationell. Haben Sie das gesehen? Diese Show am Wochenende mit den Gruselrockern? Let's Dance? Ja. Mit diesen Monstern. Wahnsinn. Ich glaube, man hat als Deutscher keine Chance mehr beim Grand Prix. Was sollen wir denn noch machen? Was sollen wir denn noch dahin schicken? Truppen vielleicht, ja? So, ja, sonst ist doch nichts mehr zu reißen für uns. Ist doch unfassbar. Das ist, Osteuropa teilt sich immer weiter, ja, und alle geben sich gegenseitig die Punkte. Jetzt gestern gerade erst hat sich Serbien von Montenegro getrennt. Das heißt, nächstes Jahr wieder ein neuer slawischer Staat dabei. Ich glaube, die machen das nur für den Eurovision Song Contest. Weißt du? Nächstes Jahr sagt, glaube ich, Monte, wir trennen uns von Negro. Ja? Und Matze sagt, wir haben keinen Bock mehr auf Donien. Ja? Tschüss, lassen wir ja. Und Slo und Venien verstehen sich auch nicht mehr. Also, da haben wir, glaube ich, auf lange Sicht keine Chance mehr. Und ich habe sie erst am Samstag gesehen, was es da mit dieser Show auf sich hatte und mit dieser finnischen Band. Ich habe zuerst hab ich gehört, die Gruselrocker treten für Finnland an. Da habe ich gedacht, was machen denn die Scorpions jetzt? Ja? Und wenn Sie es verpasst haben, meine Damen und Herren, hier ist der Auftritt der finnischen Band Lordi. Bitte schön. Let's talk about on this serious night. Lost are the lambs with no guiding light. What's come the red thunder, the rock's about to roll. It's the apocalypse, now may your soul. All we need is lightning with power and might. Striking down the prophets of war. And as the moon is rising, give us the sign. Now let us rise up in the world. Rock and roll angels, with that heart, rock and roll. Ja, geil, oder? Da muss man wirklich sagen. Ich hab eigentlich am Anfang gedacht, hier, kenne ich die nicht schon aus dieser RTL-Show Lordi und Foffi? Ja? Oder wie die heißt? Ja? Ja, also ganz toll, das ist hier diese Masken, Wahnsinn, oder? Wie man das hinkriegt wohl. Ein bisschen Uschi Glascreme und dann ist schon. Ja. Wir schicken am besten nächstes Jahr Uschi Glas zum Eurovision Song Contest. Da haben wir noch Chancen, glaube ich. Ja, und dann wird der Preis übergeben, die Trophäe des Eurovision Song Contests. Und das war wirklich süß, ja. Diese Monsterrocker, wie sie dann die Blümchen bekommen haben. Schauen Sie mal hier, das sah so zärtlich aus. Fantastisch. Die Halle erbebt schon. Hören Sie das Grummeln? Dem die Hand zu geben ist ja auch. Wie süß, oder? So ein Monster mit Blümchen. Hat das Monster bestimmt gesagt, ach, die presse ich mir und leg sie mir ins Poesiealbum. Tolle Sache. Ja. Zurück gleich noch bei uns Comedy-Trio Pomo, Rocco und Ole. Ein Benimmlehrer, meine Damen und Herren. Und Dankeschön. Entschuldigung, dass ich die Schuhe noch angelassen habe. Ja. Aber es macht mich selbst auch ein bisschen spitz. So, meine Damen und Herren. Dann gab es noch eine tolle Künstlerin beim Eurovision Song Contest für unsere Freunde. Die Türkei ist sie ins Rennen gegangen und der Song hieß Superstar. Und ja, so hieß der Song. Superstar! Nein! Haben Sie noch im Kopf? Hier, schauen Sie mal an. I am your Superstar. You feel me, baby. I'm your shining star. You reach me, baby. I know what you are. Just show me, baby. Are you ready? Are you ready? Are you ready for love? Superstar! Erstaunlich, was sich die Türken da aus Sonja Kraus und Thomas Hermanns zusammengebastelt haben. Ja. Alle Achtung, ja, da sieht man es mal wieder. Monster ist nicht gleichbedeutend mit Top-Platzierung. Ja. Und ja, dann, meine Damen und Herren, für mich der größte Schock des Abends. Das Mutterland der Popmusik, England. Ja.
hat sich noch einmal daran erinnert, wie das damals alles angefangen hat mit der Rapmusik. 1980, ja, 81, vielleicht sogar 1979 und hat wirklich den härtesten Rapper, vergessen Sie alles, was Sie von Oli P. bisher gehört haben, ja, den härtesten Rapper an den Start gebracht, der hatte die neuesten Moves, ja, und da muss man wirklich sagen, England, alle Achtung, schade, dass es nicht zum ersten Platz gereicht hat, bitteschön. Ja, ha ha ha, 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 ha. Für mich das Mutterland der Popmusik. Das Mutterland der Popmusik, meine Damen und Herren, das muss man sich mal reintun. Der hätte was anderes rappen sollen, was ein Beatles-Song rappen, oder? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be. Aha! Wenn Sie jetzt gerade reinschalten und sagen, was macht denn der Wayne Carpendale da? Ich bin's. So, und für mich einer der schönsten Auftritte. Ich stehe ja, Sie wissen, ich stehe ja auf so poetische Sachen. Auf so Dinge, wo man auch was hineininterpretieren kann. Wo einfach nicht nur durch bloßes, blödes Rumgehopse, durch Masken, durch Fratzen ein Effekt erzeugt werden soll. Wo ein Effekt erzeugt werden soll durch eine Metapher. Ein Bild, was kreiert wird, von dem man überrascht ist, von dem man gar nicht glaubte, dass so etwas passieren kann. In Zeiten, wo wir wissen, hier Siegfried und Roy und David Copperfield und so, die lassen ganze Eisenbahnen verschwinden. Und da war ich wirklich baff, als ich diesen Trick hier gesehen habe. Und es hat mir das Herz zerrissen. Schauen Sie sich das an, Russland. Dancing on broken glass, can't stand no more. Never, never let you go. You are the one I'm searching for. Flesh on my flesh, bone on my bone. Kommt da so ein Typ aus dem Klavier, oder? So sind die Russen früher über die Grenze gekommen, ja? Die meisten jedenfalls früher. Schön. Ich habe England hundertprozentig auf den letzten Platz getippt. Ja? Und Frankreich, ja? De Franzen, ja? So, aber wer ist letzter geworden? Malta! Malta, ja, gut, was will man machen? Aber es gab noch einen super Tänzer, meine Damen und Herren, der in der Gruppe um Dänemark mit angetreten ist. Und ja, nicht nur toller Tänzer, sondern auch super Gitarrist. Schauen Sie hier. Ja, der hat sich gedacht, jetzt zeige ich dem Engländer, ja? Zeige ich dem mal hier, wie die coolen Moves gehen. Und hat so richtig abge... Erst, super, ne? Gitarrensolo angetäuscht und dann
ja, einfach getanzt, weiter. Das kann Stefan Ross übrigens auch, mit der Trompete. Ja, ja, für mich aber der beste Tänzer des Grand Prix war einer der Mitglieder der litauischen Formation, die den Song hatten, We are the winners of Eurovision. Hat nicht ganz gereicht, aber das fand ich toll. Schauen Sie mal hier. Ja, der ist wahrscheinlich, als er von der Bühne gekommen ist, so am Engländer vorbeigegangen. Hier, damit ihr mal weiß, wie das geht. Ja. So ähnlich sah Elton übrigens auf der letzten Weihnachtsfeier auch aus. Ja. Also wirklich, eine tolle Veranstaltung und dann gab es noch eine Kandidatin, die für Kroatien ins Rennen gegangen ist. Und auf ein bestimmtes, sehr lustiges Stichwort, meine Damen und Herren, hat sie ihr Kleid weggeworfen. Schauen Sie hier. Afrika, Paprika. Afrika, Paprika. Ja. Ja, ich, also wenn Sie mal in Kroatien Urlaub machen oder so, Sie begegnen einer schönen Frau, Afrika Paprika. Und direkt blank gezogen. Afrika Paprika. Bitte nicht verwechseln mit Labarababa, ja? Das funktioniert nicht. Und dann gab es die Punktevergabe, diesmal ein bisschen kürzer als sonst. Und der holländische Punkteverteiler war wohl in Feierlaune. Und Sie wissen, guten Abend heißt auf Griechisch Kalispera. Ja? Kalispera, guten Abend. Und der Holländer hat sich einen Scherz ausgedacht. Hören Sie mal hin. Wo gehen wir jetzt hin? In den Green Room. Aber jetzt wartet schon unser holländischer Ansager. Hoffentlich mit ein paar Pünktchen für uns. Paul. Hello, Greece. Hello, Kalispera, everybody. Yeah. Ja, diese Holländer, ja. Kalisperma, der griechische Gott der Fruchtbarkeit, mein Name ist Kalisperma. Sehr lustige Menschen, diese Holländer. Und er macht auch noch weitere Scherze über den Namen des Moderators Tsakis Rouvas. Der übrigens, der war in Istanbul dabei, als Max dort aufgetreten. Den haben wir auch kennengelernt. Tsakis Rouvas. Und der Holländer macht wieder blöde Namenswitze. Schauen Sie hier. Aber nun die Punkte 8 bis 12. Are you ready, Chucky? Yes. Katsiki, Chikaki, are you ready? And the 10 points, Chucky, Chika, Chuka. Ja, da, aber ein bisschen respektlos, oder? Ja. Demnächst erleben wir ja wieder viele lustige Holländer in der Nationalmannschaft, meine Damen und Herren. Hier bei der Fußball-WM. Toll. Ja, und dann haben wir uns natürlich überlegt, warum schneiden wir immer so schlecht ab? Ja? Für Deutschland ist es in den letzten Jahren nie besonders gut gelaufen. Und das liegt daran, dass Deutschland auf der Liste der unbeliebtesten Nationen den zweiten Platz hält. Ja, das war heute eine Schlagzeile. Ja, man kann es natürlich auch positiv formulieren, wir sind Arschloch-Vize-Weltmeister. Ja. Deutschland ist auf dem zweiten Platz. Da kriegen wir wieder Punkte aus ganz Europa, komischerweise. Ja. Und wer ist noch unbeliebter? Die Zossen. Ja? Die Franzosen sind das unbeliebteste Volk. Das ergab eine Umfrage unter Fröschen. Ja? Ja. Wer hätte das gedacht? Noch unbeliebter als wir. Ich hätte nicht auf Frankreich getippt, dass sie noch unbeliebter sind als wir. Das ist ja unfassbar. So, meine Damen und Herren, wir haben uns mal umgehört auf der Straße. Sie wissen, die Meinungen teilen sich da. Wir haben uns mal umgehört, wie gefällt denn den Leuten der Siegertitel des Eurovision Song Contest von Lordi? Und hier ist das Ergebnis.
Was sagen Sie eigentlich zum Grand Prix-Gewinner Lordi? Hallo, wie finden Sie denn Lordi? Was bitte? Den Grand Prix-Gewinner. Grand Prix-Gewinner? Ja. Was ist das denn für Dinge? Und Sie? Furchtbar. Wie finden Sie den Grand Prix-Gewinner? Och, furchtbar. Gewinnen. Ganz furchtbar. Was meinen Sie? Nein. Scheiße? Ja. Warum? Deutschland hätte gewinnen müssen. Aha. Mhm. Wieso? Weil Deutschland halt das beste Land ist. Das beste Land? Ja. Wieso? Ja. Was ist da besser als in Finnland? Ja, zum Beispiel Köln hat einen Dom. Was hat Finnland zu bieten? Okay. Oh, nochmal. Kuckuck. Wie finden Sie denn den Grand Prix-Gewinner? Mies. Mies? Fies. Fies? Hässlich. Hässlich? Ja. Danke. Ja. Und was sagen Sie zum Grand Prix-Gewinner? Wer war das dann? Finnland. Finnland. Keine Ahnung. Aber Sie wissen, dass die Finnen den Grand Prix gewonnen haben. Wie finden Sie das? Naja, noch ist nicht alles zu spät, ne? Noch kann der Schuhmacher noch gewinnen, ne? Darf ich Sie was fragen? Ja. Sind Sie im Lordi-Fieber? Ach so. Ja? Ja. Wollen Sie mal Lordi grüßen? Ja, Lordi würde ich gerne grüßen, ja. Okay, Sie sind die Frau... Von meinem Mann, ja. Würden Sie mal für uns die Original-Lordi-Maske aufsetzen? Mit Sicherheit nicht. Nein. Nicht? Bist du da verrückt? Nur mal ganz kurz. Nee, nimm den da mit dem weißen Hemd. Der sieht auch schon ohne Maske eigenartig aus. Nee, mich kannst du für sowas nicht haben. Sind Sie auch im Lordi-Fieber? Ja, klar. Sie sind so ein richtiger Lordi-Fan, ne? Ja, natürlich. Würden Sie mal Ihre Maske abnehmen und eine andere aufziehen? Ja. Super, dann dürfen Sie jetzt mit der neuen Maske nach Hause gehen. Und Sie sind also richtige Lordi-Fans. Von der Hardrock da? Nein, ich nicht. Wie fühlt man sich da drunter? Bescheuert. Glauben Sie denn, Leute, die haben sich auch ein bisschen bescheuert gefühlt unter ihren Masken? Nee, stell mal an, die Woche zu, ihr Kief. Okay, danke. Ja. Ja. So, echt, oder? War lustig. War echt lustig. Auch was mir auch gut gefallen hat, habe ich schon als Klingelton bei mir aufs Handy gespielt. Hier. Ja. Weiß ich immer, ist für mich dann. Hat ja sonst keiner hier. Ja. Und vor dem Eurovision Song Contest gab es ja auch das Wort zum Sonntag. Und da hatte eine Schwester einen Kommentar von sich gegeben. Da hatte sie aber Lordi noch nicht gesehen. Und zwar das hier. Musik ist echt cool. Sowas hier schon.